Start ist geglückt. Jetzt werden wir mal schauen, was Hugo Santa Cruz für eine Technik, für eine Taktik anwenden möchte im Vorlauf, ob er sich gleich vorne positionieren wird oder abwartend läuft. Er ist sicher der Mann mit dem besten Endspurt, aber bei den 800 Metern, da ist es wichtig, dass man immer präsent ist und sich auch nicht einschließen lässt. Nicht, dass man allenfalls dann auch noch durch ein Missgeschick zu Fall kommt, was immer wieder passieren kann. Es ist Arnaud Dupré, der das Rennen anführt. Er hat da das Heft des Handelns in die Hand genommen. Die erste Runde in 54,36, eine sehr gute Startrunde für einen 800 Meter Vorlauf an den Schweizer Meisterschaften. Also da können sich dann die Konkurrenten bei ihm bedanken. Jetzt Tobias Lüthi auf Platz 2. Und Völmli hat jetzt die Spitze übernommen. In seinem Schlepptau ist es Hugo Santa Cruz. Und immer noch Arnaud Dupré, der U20-Athlet, der zurzeit noch auf dem dritten Platz ist, wird jetzt angegriffen von Tobias Lüthi. Vorne sind es Agnus Völmli und Hugo Santa Cruz. Die haben sich sauber positioniert. Die ersten beiden Plätze sind weg. Und mit 1,52,16 doch ein sehr schneller Vorlauf. Lüthi auf Platz 3, Dupré auf 4. Also diese beiden können zurzeit noch auf den Einzug in den Final über die Zeit hoffen.